So, hallo meine lieben YouTube-Freunde, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute geht es um folgendes Thema, und zwar die Partei, ihr seht es schon, die Linke. Ja? Also, ich möchte euch mal erzählen von meiner Zeit in der Linken und was jetzt auch noch heute so meine Meinung über die Linkspartei ist. Ja, wo fange ich da am besten an? Gut, ich bin vor ungefähr 5 Jahren in die Linke eingetreten. Ich war zuvor lange Zeit als Leiharbeiter beschäftigt. Ich war auch in der IG Metall. Und über diesen Weg habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte mal irgendwo politisch auch gegen dieses Leiharbeitsunrechtssystem, Leiharbeit kämpfen und auch gegen das Hartz-IV-System. Und so bin ich dann in die Linkspartei dann eingetreten. Und ja, am Anfang hat es mir ja schon gewundert, als ich bei der ersten Versammlung, also auf der ersten Mitgliederversammlung war, dass da schon ziemlich, ja, sehr viele alte Leute in der Linken sind. Also das hat mich schon, da habe ich schon gedacht, okay, das ist ja schon fast schon Altersverein, habe ich mir schon gedacht, also es war lauter alte Leute. Das war mir dann schon ein bisschen komisch. Aber gut, ich bin dann weiterhin in der Linken dann drin geblieben. Und ja, also am Anfang war es so, dass ich also vielleicht am Anfang eher noch zum radikaleren Flügel der Linken gehört habe. Also ich war dann schon auch so der Meinung, dass die Linke ja auf keinen Fall zur zweiten SPD verkommen darf, sondern schon irgendwo also konsequent für soziale Gerechtigkeit stehen soll und auch sie nicht da irgendwie von den etablierten Parteien weichklopfen lassen soll. So war auch meine Motivation in der Linkspartei. Ja. Okay, ja, das ging auch so eine Zeit lang. Am Anfang hat mir auch die Linke ganz gut gefallen, aber es kam dann immer wieder immer mehr Punkte, wo ich gesagt habe, da bin ich irgendwie mit der Linken, also nicht mehr so ganz einverstanden. Ja. Also, was mir aufgefallen ist, dass man als Neuer, ja, oder als junger Mensch, dass man da wenig zum Sagen kommt. Also wenn man irgendwelche Ideen hat oder Vorschläge, ja, wird das gleich von den Alten dann irgendwie klein hinterbügelt, dann halten die Alten dann immer gleich zusammen gegen einen, ja, und es kommen gar keine neuen Impulse. Ja. Also das ist irgendwie so ganz verstockt und das hat mir schon also nicht gefallen. Und dann bin ich eigentlich von den ganzen Mitgliederversammlungen eigentlich dann ferngeblieben. Ja, gut, ich habe auch mal Zeit lang für die Linke Plakate aufgehängt und bin auch mal Flugblätter, habe auch schon Flugblätter und so für die Linke verteilt. Aber wie gesagt, da kamen aber dann immer mehr so Sachen, die mich dann auch bei den Linken dann einfach genervt haben, wo ich gesagt habe, da bin ich also nicht einverstanden. Ja. Ich habe auch mal angeregt, dass man, wollte mal anregen, dass man auch sowas macht wie, dass man mit den Opfern des DDR-Regimes, dass man da ein bisschen sensibler umgeht, dass man da auch vielleicht auch Kranzlieder legt oder irgendwie so eine symbolische Geste macht, dass der Linkspartei das leid tut, was den Menschen in der DDR angetan wurde. Also die Menschen, die zum Beispiel geflohen sind, also die ganzen Mauerflüchtlinge, die an der Mauer ermordet worden sind und so. Ja, und die politischen Häftlinge und so weiter. Dass da auch die Linkspartei sich da ein bisschen, ja, zeigt und zeigt, hey, das war ist einfach scheiße, ja. Also da habe ich einfach von der Linkspartei ein bisschen mehr erwartet, ja. Und so war auch ein bisschen, auch in der Partei habe ich auch so ein bisschen gemerkt, so ein bisschen Sympathie für das DDR-Regime oder so Sympathie für so einen Staat, ja. Ich muss auch ehrlich zugeben, am Anfang, wo in den Linken da einbetreten, war ich vielleicht auch ein bisschen so, ja, dass ich gesagt habe, so starker Staat oder so, starker sozialer Staat. Aber ich war dann mal in einer Firma in der Zeit, ja, wo ich Mitglied war in der Partei. Und da war es so, da war so ein DDR-Staat. Da war so eine Firma, die hat überwacht, ja. Die Chefin war absoluter Herrscher, ja, also Chefin auch noch dazu, gell. Und da habe ich dann gesehen, also so das kann es ja nicht sein, ja. Also das war ein DDR-Staat und das ist halt echt beschissen. Und wir haben dann auch rausgefunden, also mir Kollegen, dass da auch abgehört worden ist, ja. Und das hat mich schon ziemlich schockiert, ja. Und ja, und auf jeden Fall, also was mir da an den Linken nicht so gefällt, so ein bisschen diese ganze DDR-Nostalgie. Also
Ich finde ihn nicht gut, muss ich echt sagen. Da muss ich die Linke wirklich also mal lösen, weil das war ein autoritärer Staat, der nur auf Angst basierte. Ja? Und ja, also das, da kann ich nichts Positives dran finden. Also das war dann, ich habe dann immer mehr auch die Freiheit dann auch, den Freiheitsbegriff dann für mich entdeckt und auch gesehen, wie wichtig Freiheit doch eigentlich ist. Und da das vermisst, habe ich doch sehr in der Linkspartei vermisst. Was dann noch war bei den Linken, ist irgendwie da, dieser ganze Feminismus ging mir wirklich auch auf den Sack. Ja? Ich war zwar am Anfang auch für den Feminismus, aber das Witzige war, in der Zeit, wo ich in der Linkspartei war, habe ich eine Frau gehabt, ja, also war eine Beziehung und ich habe da auch echt nichts mehr zu melden gehabt und dann will mir die Partei erzählen von irgendwas, von wegen was Frauenunterdrückung, ja. Also ich habe in meiner Beziehung überhaupt nichts zu melden gehabt, ja, und da war nur der, bei meiner Ex-Freundin, die ihre Eltern wichtig und musste mir von ihren Eltern da bevormunden lassen. Ich musste mir bevormunden lassen, was für Kleidung anziehe, was ich zu habe, ja, wie ich mich benimm und das und was die Leute denken und so weiter und so fort. Also ich habe überhaupt gar keine Rechte als Mann. Ja. Und dann kommen die mit Frauenunterdrückung daher. Genauso mit der Quote. Also das war ja echt witzig in der Partei. Da wollten sie eine Frauenquote durchsetzen und haben ja gar nicht genug Frauen gehabt in der Partei. Ja. Und das, also das war was, was ich da mitgekriegt habe, also das war, kannst du ja vergessen, ja. Warum soll es eigentlich eine Frauenquote geben? Wo braucht es wirklich in die Betriebe oder sonst irgendwo oder Parteien oder Politik? Ich meine, das ist da auch wieder umgekehrte Diskriminierung. Warum soll eine Frau gegenüber einem Mann bevorzugt werden? Ja? Also das finde ich auch nicht richtig. Und das ist dann auch was, wo ich dann vom Feminist mich gewandelt habe zum Antifeminist. Und das hat dann auch schon eine Mission der Partei reinpasst, ja. Okay, das waren dann so die Punkte, wo wir ein bisschen nervt haben. Also der Feminismus, ja, es war zum Beispiel, ich war mal in einem Internetforum, da habe ich mal diskutiert und da war schon komisch an dem Forum, die Forumsregeln waren, keine Frauen, wie frauenverächtlichen Kommentare oder frauenbeleidigende Kommentare, aber männerbeleidigende Kommentare war anscheinend okay, also das ging, ja. Also das, und, ja, also ich habe mich dann auch bin dann auch irgendwann rausgeworfen worden, weil ich angeblich einen sexistischen Spruch abgelassen habe. Ja, ist ja wohl witzig. Ich habe, was er ich beenden kann, habe ich nur gesagt, ja, da ging es um, ja, Gaddafis Leibwache und ich habe gesagt, dass die hübsch aussehen. Ja, tut es. Also ich habe bloß gesagt, dass Gaddafi, der von Libyen, der geschützt worden, habe gesagt, die Leibwache sieht ganz attraktiv aus. Nur das habe ich da geschrieben. Bumm, bin ich rausgeschmissen worden. Zack. Wegen sexistischer Kommentare. Ja. Also es ist ein Witz, muss ich echt sagen. Ja, also auf jeden Fall, das ist wirklich, also was ich sagen muss, bei den Linken, was ich da kritisieren muss, dann allgemein, ja, also die Linke ist halt auch doch in viele Sachen altmodisch. Die hat immer noch dieses Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die ist immer noch diese Grabenkämpfe, ja, irgendwie brauchen die das, ja, und sind auch skeptisch gegenüber dem bedingungslosen Grundeinkommen, ja, gut, sie sind zwar für die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, das ist ja okay, ja, aber sie denken nicht weiter, ja, also sie fühlen das nicht weiter, den Gedanke, und das bedingungslose Grundeinkommen ist einfach die Konsequenz zum Sager, jeder kriegt ein Grundeinkommen, erstmal, ja, als Mensch. Und da ist die Linke da irgendwie nur skeptisch und auch vielleicht zum Teilen dagegen und so. Und das finde ich einfach nicht gut. Also, das ist, da ist was immer mit ihrer Recht auf Arbeit und auch die Linke auch, jeder soll irgendwie arbeiten. Was soll das? Ja. Immer mehr Maschinen übernehmen immer mehr Arbeit. Was sagt denn die Linke da dazu? Dass wir irgendwann mal auf eine Freizeitgesellschaft hinzuwandern, ja, dass es immer mehr vielleicht Arbeit im Internet vielleicht gibt oder so. Was sagt da die Linke dazu? Also da kommt da gar nichts irgendwie. Also da ist irgendwie, ja, ich sag sogar, ich behaupte sogar, die Linke ist eine altmodische Partei. Muss man so sagen. Die Linke ist immer noch altmodisch. Kommt immer noch mit Karl Marx daher, ja, und Karl Marx und Che Guevara und Klassenkampf und so ein Mist sind da immer nur
Was will man mit dem alten Scheiß? Das ist Schnee von gestern. Das ist Weimarer Republik. Was wollen sie denn? Ja, links, rechts ist ja auch schon. Sogar links, rechts ist schon nicht mehr wirklich aktuell. Ja, was ist heute nur links? Sind die Piraten nur links? Also, kann man schwer sagen. Ja. Da wo wir gerade bei den Piraten sind, deswegen, also, da fühle ich mich bei den Piraten, also muss ich echt schon sagen, eher nur wohl. Und die überleben auch, dass ich vielleicht Mitglied in die Piraten, bei den Piraten werde. Also natürlich hat die auch das Problem mit dem Feminismus. Das Problem ist damit, also ja, habe ich dann immer noch an der Backe, aber das sind einfach ein paar andere Punkte, wo mir näher liegen. Also und ja, die Linke, ja nee, die Piraten, da gibt es eben die zwei Wege, also die sind ja sozial-liberal, kann man sagen, also sozial und frei. Und das sind die zwei Punkte oder die zwei wichtigsten politischen Zielsetzungen, ja, die mir auch wichtig sind. Also sozial und frei. Ja. Und das sollte der Weg sein. Und bei der Linke ist halt doch eher sozial, aber frei, ja, mal schauen. So, naja, ja. Ja, im schlimmsten Fall doch DDR. Und DDR war alles andere als frei. Ja. Es ist halt, ja, das ist das. Gut, aber wie gesagt, ich wollte jetzt die Linkspartei nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Ja. Die Linke hat viele gute Ziele. Ich finde, die macht auch im Bundestag einen guten Job, wenn es zum Beispiel geht um Waffenhandel oder so, ja, für Frieden, da macht die Linke einen absolut guten Job. Also was das Soziale anbelangt, also auch gegen Hartz IV und so, ja, das ist ja alles gut und recht, bessere Löhne, das kann man auch nichts dagegen sagen. Also es gibt viele Punkte, wo ich mit der Linke noch absolut übereinstimme. Ja, also, wo ich sagen kann, ja, das ist, also vom Moralischen, vom Humanistischen, ist es echt okay, für was die Linke da eintritt. Ja. Und ich bin auch noch mit Linksparteien verbunden, gar keine Frage. Ich habe viele linke Freunde bei FB. Ja. Und ich verfolge das auch mit der Sarah Wagenknecht und muss auch sagen, die Frau ist echt okay. Also ich muss auch sagen, was sie in der Flüchtlingskrise gesagt hat, ist absolut richtig. Da gibt es gar nichts. Da gibt es nichts zu kritisieren, weil es einfach vollkommen stimmt. Ja, wir haben so viele soziale Probleme. Wie sollen wir nur Millionen Flüchtlinge aufnehmen? Geht nicht. Ja. Allein schon wegen der Wohnungsnot. Allein schon, weil Integrationskurse fehlen. Und da auch als Linker, ja, muss ich mein Hirn einschalten. Ja. Und sage, okay, die Aufnahme der Flüchtlinge hat irgendwo Grenzen. Ja. Und von dem her, wie gesagt, bin ich immer noch mit der Linkspartei verbunden. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass ich in so gewissen Situationen auch noch die Linke wählt. Ja. Vielleicht sogar beim Bundestag, ich weiß es nicht. Das war eine Spontanentscheidung. Aber nicht mehr als Mitglied. Als Mitglied nicht mehr. Weil einfach, bei der Linke gibt es nur eine Linie und wenn man dann nicht mehr mitschwimmt, ja, zum Beispiel Feminismus, dann gehört man eigentlich schon nicht mehr dazu. Ja. Und ich fand einfach, die Linke muss sich modernisieren. Die kann nicht immer noch in dem alten Denkschema drinstecken, ja, Klassenkampf und so und Karl Marx und den ganzen Mist, ja. Die müssen endlich mal ausmischen mit dem Müll. Modern, Zukunft, ja, sei, modern sei, in die Zukunft blicken. Ja, was ist heute Sache? Heute ist Modernisierung, Robotisierung, wir brauchen nicht mehr Arbeiter, ja, Internet hier, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, das sind moderne Themen, denen muss ich die Linke einfach stellen, ja. Und als moderne Partei bezeichne ich die Piratenpartei. Die Piratenpartei ist wirklich absolut zukunftsweisend, das ist absolut für mich eine Partei, die wirklich in der heutigen Zeit ist und in der Zukunft, ja. Und wie gesagt, und ich überlege mir, ob ich noch Mitglied werde. Wenn ich wieder politisch werden will, dann werde ich wohl Mitglied in der Piratenpartei. Mein APPD ist so gläu und oft treten sie nicht an, also da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Die anarchistische Pogo-Partei, meine ich jetzt damit. Ich sympathisiere mit der APPD, das muss halt reichen, ja. Aber wählen, mei, was bringt es? Ja, das sind so klein und mei. Vergiss es, ja. Okay, das wollte ich einfach nur mal sagen mit der Linken. Also, ich war 3 Jahre in der Linkspartei und habe dann auch einfach die Nase voll gehabt. Ja, also es gab dann einfach einige Punkte und
konnte dann nicht mehr viel bewirken in der Partei und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich trete aus. Ah ja, was mir noch bei der Linken gestunken hat, wo ich auch austreten bin, das war auch so ein Punkt, das habe ich jetzt fast vergessen. Also viel, es war immer viel Gelaber, ja, an den Mitgliedsversammlungen, ja, an den Kreissitzungen da. Viel Gelaber, aber man hat wenig gemacht, das hat mir auch gestunken. Also es waren so viel Wichtigtour, ja, und aber wenn es mal darum geht, mal Flugblätter zum Verteilen oder mal wirklich mal Veranstaltungen oder irgendwas zum Machen einfach, ja. Infostände aufbauen, da war wenig, da war mir einfach zu wenig. Ab und zu mal ein Infostand, irgendwann mal einmal im Jahr ein Infostand. Man hätte sollen diese Infostände ständig machen, ja, zu allen möglichen Themen Infostände, ja. Und das habe ich vermisst, dass man da ein bisschen mehr Aktivität irgendwie, ja. Und nicht in so einem Rentnerverein da zusammenhocken und reden, was alles scheiße ist, das bringt nichts, das bringt mir nichts, ja. Und ja, und auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, ich kann da nicht viel bewirken und bin dann halt Austreter. Ja, also politisch war ich dann noch, habe ich die Occupy-Bewegung unterstützt, aber das ging ja nicht lang. Da gab es bloß ein paar Treffen da damals. Das habe ich dann noch unterstützt und bin dann danach, aber dann bin ich schon austreten aus der Linkspartei, habe ich die Montagsmahnwachen für den Frieden unterstützt, ja. Ich war da auch bei ein paar Treffen, nicht intensiv, ja, ich komme ja vom Land, es ist ein bisschen schwierig dann, war für mich ein bisschen schwierig, da immer hinzukommen. Montags Mahnwachen für den Frieden, Lars Mehrholz, Ken Jebsen und, ja, Pentram Shayar, ja, habe ich unterstützt und so. Ich habe diese Verleumdungen da mit von wegen rechts und so, habe ich einfach, sag jetzt mal, nicht glaubt, die haben gesagt, okay, ich mache mir da selber ein Bild. Ich meine, gut, bei Jürgen Elsässer hat es dann ja auch gestimmt. Der ist ja wirklich rechts, kann man ja wirklich sagen. Ist ja inzwischen bei Pegida. Und ja, das war halt so, das habe ich dann auch weiter unterstützt. Aber jetzt ist ja da auch, sage jetzt mal, tote Hosen. Und also mein Haupt, sage jetzt mal, politisches Herzensthema jetzt, also ist wirklich das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist so. Das ist das A und O, das ist essentiell, betrifft mich auch speziell, ja. Ich weiß, was Hartz-IV-Sanktionen bedeuten. Und deswegen, ja, so die Abschaffung Hartz-IV-Sanktionen, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist so jetzt das Hauptthema. Es gibt noch andere Themen, wo ich auch meine Meinung sage, ja. Also zum Beispiel jetzt Sorgerecht zum Beispiel, das wäre jetzt so das zweitwichtigste Thema, wäre so, ja, Feminismus, Sorgerecht, Streit und so weiter. Da möchte ich auch noch ein Video machen, ja. Weil es gibt sehr viel Unterhalts, also dem ganzen Sorgerecht und Unterhalt und so weiter, da gibt es nämlich auch sehr viel Ungerechtigkeit. Also auch sehr viel Ungerechtigkeit, was man da Männer bzw. Väter da antut. Und das möchte ich auch aufdecken und da möchte ich dann auch mal ein Video machen, ja. Und so. Jo. Okay, aber gut, so weiter mal. Das wollte ich euch nochmal erzählen von der Linkspartei, also wo ich Mitglied war. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ihr da denkt, ihr habt jetzt die Linke schlecht gemacht. Ich wollte jetzt überhaupt die Linke nicht schlecht machen. Ich habe jetzt einfach nur die Gründe aufzählt, warum ich austreten bin. Aber ich bin immer noch in vielen Punkten, ja, wo es sich überschneidet oder viele Sachen, wo ich noch sage, okay, da kann ich die Linke unterstützen und habe auch Verbindungen noch zu der Linke. Also von dem her ist das jetzt keine Trennung oder so im Bösen oder so, sondern überhaupt nicht, sondern ich bin ja eigentlich immer noch mit denen verbunden, ja, mit dem her gesehen. Okay, also gut, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt es mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann bis dann wünsche ich euch alles Gute. Jo.